heute ist Vatertag. Da wollen wir mal unseren selbst angesetzten Brombeerlikör probieren. Das hat jetzt 3 Monate gedauert, bis er fertig ist. 2 Monate lang wurde die Maische mit Korn extrahiert, dann abgefiltert und jetzt steht es weitere 4 Wochen in der Flasche. Heute ist fertig, heute wollen wir mal kosten. Lecker, selbstgemachter Brombeerlikör. Wollen wir mal probieren. Lange gedauert, bis er fertig war. 3 Monate, aber das Ergebnis kann man sehen lassen. Sehr, sehr lecker. Selbstgemachter Schnaps. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Und viel Spaß beim Nachbarn. Mal 150 Gramm Candis ab. Dann habe ich hier schon vorbereitet 300 Gramm Brombeeren. Püriert habe hier. Den Candis müssen wir im Mörser noch ein bisschen klein machen, weil der ist ein bisschen grob. Dann löst er sich nachher in Alkohol schlecht auf. Oh je. So, jetzt kommt der Candis hier ins Glas rein. Ich habe jetzt 150 Gramm zerstoßenen Candis. Jetzt kommen 300 Gramm pürierte Brombeeren hier rein. Eine Zimtstange kommt jetzt noch rein. Kaputt. So. Und eine Flasche Korn. Ich spüre hier das Püree nochmal aus. So.
muss man dann jetzt in den 2 Monaten, wo das hier extrahiert, ab und zu noch mal ein bisschen durchschütteln, umrühren, damit das alles gut verteilt wird und der Geschmack in den Alkohol geht. Der Zucker löst sich noch nicht heute gleich auf, er löst sich dann auch in nächster Zeit dann auf und dann noch mal ein bisschen umschütteln über den Rand vom Glas hier, das einfüllen. Schmuddelig geworden, mal sauber. So. Deckel drauf, Deckel zu. Und das Ganze lassen wir jetzt 2 Monate stehen. Dann fällt dann was ab. Dann sehen wir uns wieder. So, den selbstgemachten Brombeerlikör haben wir jetzt hier 8 Wochen stehen. Es ist Alkohol, in das die zerquetschten Brombeeren eingelegt sind, mit Kandiszucker. Jetzt steht es 8 Wochen, jetzt können wir es abfüllen, filtrieren in eine Flasche hinein. Und Kerne, die verstopfen immer das Sieb ein bisschen, muss man wieder ein bisschen frei machen, damit es durchlaufen kann. So, haben wir die Flasche fertig. Abgefüllt. Jetzt noch 2-3 Wochen stehen lassen, dann können wir mal probieren, wie das Ganze schmeckt.